So, ich habe jetzt jede Menge Nebenaufgaben und ich kann aber bei ihr auch noch mal kurz in den Shop schauen, was ich da noch kaufen kann. Ich freue mich, dass du immer wieder... Nun, das... Oh. Nee, ich wollte nicht das mit dem... Ich danke dir für deine Hilfe. Motorrad machen. Hoffentlich verlange ich... Ach, keine Sorge. Jeder braucht... Nicht immer sehr schnell überspringen. Wiedersehen. Wiedersehen, Kaya. Warten. Audio muss quasi erst immer anfangen zu spielen, aber... Sisters Junk, was? Ich wollte dich nicht überrumpeln. Nein, nein. So, jetzt hier einkaufen. Also, limitierte Anzahl 1, Mindmap-Kopie. Beinhaltet Daten für das Wiederherstellen von künstlicher... die für das Wiederherstellen von künstlicher Intelligenz erforderlich sind. Ich kaufe das jetzt mal. Vor allem, wenn es dafür nur eins gibt. So, das hier sind Herstellungsmaterialien. Die brauche ich jetzt erstmal vielleicht noch nicht. BB-Pumpe. Beleb dich an der gleichen Stelle wieder, wenn du im Kampf getötet wirst. Das... schon ein bisschen Strafe muss schon sein. So, haben wir hier ein paar Granaten. Und hier haben wir noch ein paar, das sind Mods, ne? Erhöht den Modifikationen. Ja, Schilddurchbruch. Die will ich jetzt auch mal alle holen, aber damit die dort Zuneigung hier für die Verkäuferin steigt. Mein Gott, was ist denn los? Und die kosten lustigerweise kein Gold, sondern die kosten diese Bitcoins. Da findet man von denen so verhältnismäßig viel. Man die auch dafür braucht. Machst du dich jetzt auf den Weg? Ja. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Da würde ich jetzt mal ganz stark von ausgehen. So, was haben wir denn, was können wir denn machen? Schauen wir mal, was die Karte sagt. Also... Oben ist Finde Matthew, der in Sion angekommen ist. Aufspürende Mission starten. Wird das jetzt irgendwie extra markiert? Ja, da oben. Sion. Sion. In Sion. In der Nebengasse war das so. Da liegt auch was. Ein Ingenieur an so einem Ort. Oh, die Körperzelle ist ausgeschaltet. Erinnerungen von Matthew. Niemand glaubt mir. Wir werden von einem falschen Propheten belogen. Die Wiege gehört nicht den Menschen, sie gehört den Nytibas. Sie wollen uns zu Nytibas machen. Wartet's nur ab. In Sion werden schon bald Bedauern und Verzweiflung reagieren. Das ist der Mann meiner Auftraggeberin. Er mochte weder die Wiege noch Orkel besonders. Ach guck mal, jetzt kann man sogar schnell zum schwarzen Brett reisen. Das ist cool. Das haben sie bei Final Fantasy 16 jetzt auch eingebaut. Etwas unordentlich, aber... Ah, da freue ich mich so. Es sollte helfen, den aktuellen Status der Stadt zu erfassen. So, das können wir abschließen. Ich bringe leider schlechte Nachrichten. Matthew hat den Tod der Wiege vorgezogen. Er befindet sich in einer Seitengasse in der Nähe von Last Gulp. Was wir sonst noch haben? Wir haben hier das mit der Katze. Die in der Nähe von dem Restaurant ist, bei dem wir ganz am Anfang waren. Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber er wird ihn uns vielleicht nochmal sagen. Das müsste den Baum vorbei und hoch die Treppe sein. Ach genau, bei Barrys. Barry. Muss eine Katze finden, aber dazu müssen wir nicht mit ihm reden. Die Katze finden. Aber vielleicht hat er was zu sagen. Schön, dich zu sehen. Was führt dich in mein Geschäft? Ich habe mich nur in der Stadt umgesehen. Konntest du dich umsehen? Unser Angebot ist wohl nicht so beeindruckend. Nein, das stimmt. Immer schön nett bleiben. So.
schwarze Katze. Weiter in die andere Richtung. Ui. Ich hab schon was gehört. Da. Ui. Das ist die gesuchte schwarze Katze. Aber jetzt ist sie nur noch eine kalte, leere Hülle. Was mache ich denn jetzt? Ups. Nee, machen wir jetzt mal nicht gleich zurückreisen, denn hier war ja noch eine andere Quest. Hier. Laufende Mission, löse das Rätsel. Schauen wir doch mal kurz, was wir da machen können. Ui. Habe ich da schon den Code? Ach, das war das. Ah. Mit dem Rechnen. Fünf mal sechs mal sieben oder was? Was sind die Lösungen? Kann nicht so Kopf rechnen. Ich mache mal auf dem Handy den Rechner an. Also wenn man jetzt 4 mal 7 mal 8 rechnet, kommt man auf. Nee. Es ist ja nur 224. Aber was. Was. 1, 2, 1. Okay, also 4. 9, 7. Was soll denn da. Was soll denn da die Sitzlösung sein? Ach, ich bin in solchen Sachen nicht so schlecht. Da brauchen wir jetzt Daniel. Das mache ich jetzt nicht. Dann kannst du aber tatsächlich zum Board zurückgehen. Das sind auch so klassische Rätsel, die machen dann mit da jetzt zum Spaß. Aber allein hätte ich da keine Freude dran. Dann geht's aber raus aus der Stadt. Ja, ist auch genug Stadt jetzt erstmal. Lang genug hier rumgerannt. Kann man sich da eigentlich hinbeamen lassen jetzt ans Board? Unordentlich, aber es sollte helfen, den aktuellen Status der Stadt zu erfassen. So, dann schließen wir hier noch ab mit der Katze. Leider hat es nicht geklappt. Ich habe die schwarze Katze gefunden, aber ich glaube, sie wollte die Mother Sphere erst einmal selbst sehen. Okay. Beenden. Jetzt nicht. Und dann geht es raus. Into the town. Hier, begib dich zu den Trümmerfeldern, das ist draußen, und sprich mit Lilly und sie und jetzt begib dich zum Unterschlupf. Ist das woanders? Der Unterschlupf? Mein Unterschlupf ist doch hier. Nee, ah, okay, das ist alles aufeinander. Okay. Dann Ausgang für die Stadt. Ach, da runter. Oh, Moment. Da lag was. Notizen zum Eve-Protokoll. Erste Notiz des Scavengers Ian über das Eve-Protokoll. Ich bin während meines... ich bin während meiner Schatzsuche im Ödland versehentlich einem sterbenden Engel begegnet. Ihre Aussagen waren zwar lächerlich, aber ich werde sie trotzdem aufzeichnen. Das Eve-Protokoll, Mother Spheres Plan, die Nativas auszulöschen und die Erde zurückzuerobern. Hast du den verdammten Verstand verloren? Platzte es aus mir heraus, als sie mir von diesem Plan berichtete.
Ja, man ist alles in der Welt, würde nur ein paar Landetruppmitglieder schicken, um diesen Plan umzusetzen. Wir alle wissen um den Untergang der Kolonie. Wenn Mother Sphere die Nahitibas loswerden will, muss sie nur den Mond auf die Erde stürzen lassen. Glaubt ihr, dass unser Tod sie davon abbringen würde? Ernsthaft? Sie hat uns vor Jahren wie einen Haufen Schrott zurückgelassen und jetzt soll sie sich plötzlich barmherzig zeigen? Also ich bin ja wirklich so gespannt, wie das mit den Sachen noch weitergeht. Also eine Drohne. Streck mal deinen linken Arm vor dir aus. Na los. Ja. Die Drohne ist anders. Ja, das ist nicht mehr die Drohne, die du kanntest. Das ist eine völlig neue, aufgewertete Drohne 2.0 mit hoher Projektilreichweite. Nein, das hier ist nicht nur ein Upgrade, das ist eine Evolution! Und jetzt versucht das Ziel zu treffen. Ach, guck mal, jetzt kommt der Fernkampf dazu. Noch ein Volltreffer! Versuchen wir es noch mal. Tief durchatmen. Perfekt. Das ist unglaublich, Lilly. Colony Tech stets zu Diensten. Was denkst du? Tja, nicht zu fassen. Schraubst an meiner Drohne rum. Das wird für die Mission sehr nützlich sein. Danke, Lilly. Toll. Sag Bescheid, wenn dir mal die Munition ausgeht. Aber hast du die jetzt immer am Arm oder kommt die dann angeflogen? Hat er 2 gedrückt? Kommt der angeflogen, ne? Ein Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen oder erfolgreich die Fähigkeit Zurückschlagen anzuwenden, wird seine Schwachstelle offen entblößen. Das habe ich sogar schon mal gesehen. Fernkampfangriffe verursachen größeren Schaden, wenn sie die Schwachstelle eines Gegners treffen. Ach, guck mal. Zusätzliche Arten von Munition können auch genutzt werden, indem die Drohne an der Reparaturkonsole aufgerüstet wird. Drücke und halte nach unten im Fernkampfmodus, um die Munition zu wechseln. Ach, das gibt's jetzt auch noch. So viele Sachen, die es gibt. Habe ich aber nur die Rail-Patrone. 5 Schuss. Ob ich die aus Gegnern auch nochmal rauskriege? Ich habe dabei, was du haben wolltest. Hier. Tolle Arbeit, Eve. Wie war es denn so in der Stadt? Irgendwie traurig. So menschenleer und verlassen. Wie dem auch sei. Reisen wir ins Ödland, Adam. Naja, leider gibt es immer noch Probleme mit dem Lenksystem des Tetrapods. Deswegen befürchte ich, dass wir jetzt noch nicht aufbrechen können. Und wann bist du damit fertig? Höchstwahrscheinlich wird das den ganzen Tag dauern. Dann gehe ich zu Fuß voraus. Du kannst mich mit der Drohne begleiten. Was? Das Ödland ist viel größer, als du denkst. Ich kann hier nicht untätig herumsitzen. Außerdem würde ich das Ödland gern mit eigenen Augen sehen. Du bist sonderbar, Eve. Na gut, ich unterstütze dich mit der Drohne. Eve! Bitte sei vorsichtig! Ja, bin ich. Zum Ödland geht's da lang. Also drehen wir erstmal eine Ödlandrunde. Eve, ich hab dir was verschwiegen. Nein. Höchste Zeit, dass diese Drohne ein Upgrade kriegt. Komm her.
So, Hacking-Gerät. Upgrade nicht möglich. Ah, okay. Das war das noch nicht. Aber hier. Ladungsblaster-Modul. Bringt das Ladungsblaster-Modul an der Drohne an. Der Ladungsblaster kann aufgeladen und im Fernkampf verwendet werden. Okay, da muss ich dann eine andere Zelle auswählen. Aufladen und schießen. Upgrade. Was kostet das? Ladungsblaster. Beste ist so ein Railgun-Schuss oder was? Oh, der lädt aber ewig auf. Das riecht ja so ein Laser. Geil. Alte R2 im Fernkampfmodus gedrückt, nachdem du die Blasterzelle ausgewählt hast, um Energie zu sammeln, und lasse los, um einen Ladungsblaster abzufeuern. Durch Upgrades kannst du ihn bis zur Stufe 3 aufladen, die Ladungsstufe, und die Dauer des Strahls erhöhen sich, je länger du gedrückt hältst. Geil. So, was kann ich machen hier? Kann ich erhöhen? Mach ich gleich mal. So. Und bring das Hacking-Gerät an die Drohne an. Können versiegelte Hochsicherheitstruhen öffnen. Oh, das ist nützlich. Kann ich das in dem einen Gebiet auch machen? Upgraded Rail-Patronen erhöht die Angriffskraft von Rail-Patronen um 20%. Updated den Scanner der Drohne erhöht die Dauer von Scan um 50%. Das finde ich auch gut. Das finde ich alles sehr gut. Komm, ich kann's klar. Lilly, ich muss dich etwas fragen. Ich habe eine Frau gefunden, die sehr schwer verletzt ist. Sie ist nicht ansprechbar und sie kann sich fast gar nicht bewegen. Die Technologie reicht hier nicht aus. Meinst du, du kannst da irgendwie behilflich sein? Nun, klar. Aber hältst du das für den richtigen Moment? Die Menschen hier haben eine schlechte Meinung von der Kolonie. Viele haben das Gefühl, sie wurden vergessen. Sie sollen spüren, dass die Mission viel bedeutender ist, als sie vermuten. Wir versuchen, die gesamte Menschheit zu retten. Ah, Logo. Typisch Eve. Ich kann es ja probieren, aber eine volle Wiederherstellung ist nicht garantiert. Und außerdem muss ich sehr viel vorbereiten. Ich verstehe. Sag mir nur, was du brauchst. Ich schick dir gleich eine Liste. Aber bitte vergeude nicht so viel Zeit damit. Du weißt, wir müssen eine Mission beenden. Ich weiß. Danke dir. Ich möchte mit ins Ödland. Oder glaubst du, ich wäre nur im Weg? Ach, bei ihr gibt's jetzt die Reparaturkonsole? Das ist die große Eröffnung von Lillys zweitem Workshop. Aber nichts, was ich upgraden kann. Haben wir denn genug Punkte für Fähigkeiten-Upgrades? Oh, ja. Holla. So, was können wir dann machen? Also, wir können hier den Konter. Hier haben wir nach perfekten Ausweichen neue Angriffe. Dann haben wir hier... Warte mal, erstmal die Passivsachen. Nur nach dem Besiegen eines Gegners mit Hinterhalt oder Überfall einsetzbar, verführt einen Vorstoß in Richtung des Gegners und stößt ihn zu. Oh, denn. Aber kann ich das. Also. Ist es dann für den zweiten Gegner oder wie? Hier? Ein bisschen so aus. Können wir schon mal mitnehmen, Passivding. Muss ich mal ausprobieren. Dann haben wir hier Beta-Kette, verstärkt den Endtreffer von manchen Combo-Angriffen, füge mehr Schaden zu, betäubt den Gegner und lädt Schubenergie auf, wenn der Angriff das Ziel trifft. Letzte Taste gedrückt halten. Ah, okay. Dann probiere ich auch mal aus. Hier. Flugtritt. Trifft den Gegner in der Luft und landet anschließend. Ignoriert die gegnerische Verteidigung. Eine Combo-Angriffsfähigkeit. So. Noch. Erhöht die Vorstoßdistanz und Angriffskraft von Stürmen. Das nehmen wir gerne mit. Da machen wir gleich noch das nächste Upgrade drauf. Bah.
machen. Ich wollte noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nein, hier ist das mit dem Rätsel. Neue Mission. Noch mal eine neue Mission. Ach, warte mal, kann ich mal ausprobieren, ob ich mich dahin beamen lassen kann? Das würde dann... Nee, von hier nicht. Auch nicht von hier. Ach doch, von hier. Woher geht das? Das geht. Du musst der Engel sein. Entschuldige, hast du kurz Zeit? Was ist los? Na klar. Ich will eigentlich keine Fremden in die Probleme der Sentinels involvieren, aber ich mache mir Sorgen um meine Kameraden und kann mir keinen Suchtrupp leisten. Was ist passiert? Wie du sicher weißt, sind Nativas unberechenbar. Neue Varianten sind kein großes Problem, solange wir damit umgehen können. Jetzt ist vor kurzem eine Variante im Ödland aufgetaucht, die wir ganz besonders im Auge behalten. Aber einer der Aufklärungstrupps ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Eine neue Variante, sagst du? Ja, ein wirklich grauenhaftes Monster. Hals und Schultern haben sich komplett zu Waffen weiterentwickelt. Ich gebe dir die Koordinaten. In einer abgelegenen Ecke des Ödlands ist eine Ölspeicheranlage. Das Aufklärungsteam hat die Gegend dort bewacht. Also willst du, dass ich die Sentinels finde? Ja, danke. Okay. Das war der eine Auftrag, hier war aber noch ein anderer. Der Karte. Nehmen wir mal alles mit, was wir mitnehmen können. Hier. Wie öde. Okay. Van Hersel. Oh, kann ich jetzt an der Frisur? Hey. Oh, du bist's. Was ist denn, öde? Oh, das hast du wohl gehört. Verzeih, ich wollte dich nicht beleidigen, Engel. Ich will keine Entschuldigung. Ich will nur wissen, warum du das gesagt hast. Wo sind wir hier? Das ist mein Laden. Gwen Hair Salon. Ich bin Kasim, der Friseur. Friseur? Ich style dir die Haare, damit du dich selbstbewusster fühlst. Dein Haar ist toll, voller Potenzial. Aber dieses Potenzial ist gerade noch verborgen. Das meinte ich mit öde. Ist das so? Also kannst du mein Haar weniger öde machen? Natürlich. Aber dafür fehlt mir gerade das richtige Werkzeug. Die Scavenger haben mich beklaut. Ohne meine Werkzeuge kann ich nicht arbeiten. Aber sie haben die wahrscheinlich einfach weggeworfen. Sie können die eh nicht gebrauchen. Weggeworfen? Aber wohin? Solche Dinge landen meist auf der Mülldeponie im Ödland. Okay, ich kann danach suchen. Im Gegenzug stylst du mir die Haare. Das klingt gut. Mir fehlen drei Sachen. Schere, Föhn und Glätteisen. Verstanden. Also alles. Du weißt, wo ich bin, Engel. Aber, also, sehe ich kann ja nicht später auch noch Frisuren aussuchen. Wenn ich ihm hier schon seinen ganzen Laden wieder herstelle. Oh, schau mal da oben. Da liegt was. Öfter mal nach oben auch schauen, ob hier noch was ist. Oder den Scanner bemühen. Da liegt was. Da ist sogar noch mal eine Kiste. Mitten auf dem Platz liegt auch noch was.
hier los? Ganz offen. Hä? Ist jetzt eingesammelt? Nee, hier war irgendwas, was ich. Da brauchte ich einen Code, ne? Ja. Aber. Hab ich das jetzt schon? Wie würde ich denn eine Etage tiefer kommen, wenn da jetzt noch. Also, das ist. Ach, das ist da bei der Bar drin. Ah, und hier ist die Tür, die ich erst noch aufmachen muss. Das weiter. Und unten drunter ist auch noch mal was. Komme ich da ran? Ah, okay, brauchen wir nochmal einen Zugangscode. Okay. Ah, da gibt es auch eine Menge. Und doch noch zu finden. Machen. So, na gut, dann jetzt mal raus ins Glück. Ja, tatsächlich, die kommt dann angeflogen. Oh, hier ist ein Weg. Wo ein Seil ist, da ist auch ein Weg. So, das heißt, wir können jetzt hier das Gebiet verlassen. Na, dann machen wir es mal. Jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. So, Zwischenstation aktiviert. Engel, du wirst nützliche Infos brauchen, wenn du außerhalb von Zion operierst. Wusstest du, dass in der Stadt eine Infohändlerin ist? Du solltest diese Person mal kennenlernen, trotz ihrer Persönlichkeit. Ja, bei der war ich ja schon, dass jetzt zur Infohändlerin oder das ist nochmal eine andere. Warte mal, ich probier's mal aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass das die am schwarzen Brett ist. Ja, genau, das ist nämlich sie hier. Und von ihr habe ich auch schon ein paar Sachen gelesen. Schön, dich zu sehen, Engel. Hallo, Roxanne. Ich ziehe dich den Bettlern in Zion vor. Du bist viel hübscher. Ja, was ist los? Ach, weißt du was, dann schauen wir uns das doch nochmal hier an. Also, Information, Solarturm. Auf den ersten Blick scheinen die über die ganze Welt verstreuten Solartürme nichts anderes zu sein als eine umweltfreundliche Stromversorgungsanlage. In Zion wurden verschiedene Methoden getestet, um den Strom von den Solartürmen in die Stadt zu leiten. Doch heute fehlt uns die Kraft dazu und alle leben in der Stadt im Verborgenen und betrachten sie lediglich als ein Relikt der Vergangenheit. Doch der wahre Nutzen eines Solarturms ist sein Terraforming-System. Das Netzwerk fängt Mikrowellen aus dem Orbit ab und versendet sie und ermöglicht so eine minimale Beeinflussung des Erdmagnetfelds, um das Klima über einen langen Zeitraum hinaus zu verbessern. Die Stromerzeugung könnte man dabei als Zusatzfunktion betrachten. Doch ändert das etwas? Im Augenblick ist die Erde einfach ein Ödland ohne Besitzer. Nur die Dienstdrohnen, die diese Anlage betreiben, wurden dort zurückgelassen. Es könnte womöglich sinnvoll sein, den Solarturm wieder in Betrieb zu nehmen und die Stromversorgung wiederherzustellen. Andere Anlagen könnten wieder an das Stromnetz angeschlossen werden und wieder genutzt werden. Okay. Ach, guck mal. Schon eine Stufe aufgestiegen. Du bist nun eng mit Informationen Roxanne. Sind Gold. Oh. Silber und Juwelen. Sieh dich um. Designmuster planetarischer Diving Suit 2. Was
einen neuen Look für den Anzug. Designmuster Orca Erkundungszug. Ich auch. So, weiter geht's. Verrückte Drohne. Angeblich soll es eine Drohne geben, die Informationen sammelt und sich auf den Trümmerfeldern des Ödlands niedergelassen hat. Die Sentinels nennen sie die verrückte Drohne und behandeln sie mit wie Dreck. Das ist auch kein Wunder. Defekte Drohnen oder Droiden sind nicht weniger gefährlich als mörderische Waffen, die willkürlich angreifen. In ihrer Nähe ist äußerste Vorsicht geboten. Diese Drohne ist aber keine tickende Zeitbombe. Sie grübelt über ihre Existenz nach, meditiert und versucht, eine eigene Identität zu finden. Wie du damit umgehst, bleibt dir überlassen. Wenn du eine Mikrofestplatte, einen Motor, eine Spule oder dergleichen dabei hast, kannst du sicher mit ihr tauschen. Falls du den Mut hast, könntest du sicher auch einen guten Deal aushandeln. Aha. Schauen wir mal, ob wir die treffen. Informationen, Gebetszugangscode. So, in Notzeiten tun Menschen eine ganze Reihe von Dingen und das Festklammern am Glauben ist nicht einmal auf der Liste unüblicher Verhaltensweisen. Es wäre allerdings schwierig, jene zu akzeptieren, die besessen sind von Gebeten und daran glauben, dass Natibas Kriege, der Untergang der Kolonie und anderes göttliche Prüfungen seien. Sie bildeten eine Gemeinde und versammelten sich zum Gebet in den Unterschlüpfen des Ödlands, bis das Leid ein Ende fand und die Erlösung nahte. Doch als die Lage sich verschlimmerte, waren sie gezwungen, ihre Unterschlüpfe aufzugeben. So zerstreute sich ihre Gemeinschaft erneut. Angeblich hatten sie einen Zugangscode, um das Versteck im Ödland wieder öffnen zu können, und sie sangen Lieder der Hoffnung. Wenn du den Zugangscode entschlüsselst, kannst du vielleicht alles mitgehen lassen, was da drin ist. Ich bin jetzt nicht wirklich weiter. Ja, guck mal, jetzt bin ich schon auf Max. Um so einer Süßen wie dir zu helfen, tue ich gern alles, was in meiner Macht steht. Ach, da sehe ich auch die Anzüge. Guck mal. Ah, fehlen da schon die Ressourcen für? Du gehst also? Also, ich hatte Spaß. Ob unsere Kundin wohl genauso zufrieden ist wie ich? Moment, belassen wir es dabei. Mach's gut. Ich wollte noch die anderen Infos haben. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ich ziehe dich denn eher. Persönlicher Datenlink mit Orkal. Orkal gilt als Prophet und wird von allen Bürgern respektiert. Diesen Titel erhielt er dank seiner prophetischen Weisheit in solch hoffnungslosen Zeiten, als er Zion gründete und das Fundament für unser aller Überleben legte. Keiner weiß, wo er herkam oder wer er wirklich ist, aber das spielt auch keine Rolle. Orkal baute ein persönliches Datenlink-System auf der Erde, um seine Stadt besser sehen zu können. Über das von Orkal entworfene Gerät ist noch nicht viel bekannt. Entscheidend ist jedoch, dass er stets über die Überfälle der Natibas und über Naturkatastrophen Bescheid wusste und die Bürger davor warnte. Konnte er die Entwicklungen der Natibas erkennen? Wir wissen, dass die Sentinels einige Natibas lebend gefangen nahmen, um das persönliche Datenlink-System zu aktualisieren. Diese Natibas haben das Audienzzimmer nie verlassen. Sie müssen also physisch untersucht worden sein. Einem biologischen Labor zum Beispiel. Das geschah völlig im Verborgenen. Das musste es. Ach, guck mal. Die Zion. So. Sentinels kündigen die Beschlagnahmung von Waren an. Schmuggeln wird mit der Einziehung der Waren geahndet. Eine Gemeinschaft voller Opferbereitschaft und Einigkeit, um unsere Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden, ist nun wichtiger denn je. Die Sentinels haben per Dekret verkündet, dass sie ab sofort Vorräte requirieren werden. Zu den 41 Arten von Materialien, die angefordert werden, zählen Ausrüstung, Nanoelemente und Polymermaterialien. Jeglicher unerlaubter Handel mit diesen Materialien ist untersagt und die Ware wird an Ort und Stelle konfisziert. Sentinel Mann erklärte, diese Maßnahme ist notwendig, um die Vorräte zu katalogisieren und aufzustocken. Alle betroffenen Bürger werden angemessen entschädigt. Wir bitten daher um ihre volle Unterstützung bei diesem Prozess. Zion hat dank der Vision des Propheten und ihrer engen Gemeinschaft bis heute überstanden. Erfüllen Sie Ihre Bürgerpflicht und vergessen Sie nicht, dass wir uns den Natibas nicht allein stellen können. Ach Gott, dieses plastische Herzen wieder.
Kannst du mich hören? Ich musste einen Neustart deines Systems erzwingen. Du hast beinahe ein Problem gehabt. Du, was hast du mit mir gemacht? Beruhige dich, ich werde dir nicht wehtun. Hühnerin, oh Liebster, sieh dich nur an. Eine kleine Körperzelle, ein schlanker Aluminiumrahmen, so eine glatte Hülle. Wie kannst du bloß so schön sein? Nimm deine Hände weg, verbinde dich nicht mit mir. Du bist zerbrechlich wie Glas, vor allem deine Erinnerungen. Mothersphere, steh mir bei. Oh, Liebes. Whatever. Gehst du schon? Das klingt irgendwie seltsam. Witze sind offenbar nicht deine Stärke. Tata? So, jetzt aber nichts wie raus aus der Stadt. Da kommt hier jetzt so nix. Schauen wir mal, schneller ist. Schnellladen oder rüberrennen? Könnte auch rüberrennen. Sogar am Ende schneller sein. Ist das vielleicht so ein Solarturm? Die einsamen Dünen erstrecken sich bis zum Horizont. So eine weitläufige Landschaft habe ich noch nie gesehen. Und doch lauert in jeder Ecke Gefahr. Pass auf, wo du hintrittst. Wenn du einmal nicht aufpasst, segnest du das Zeitliche. So, ich habe die gescannten Koordinaten von Altes Le Bois eingegeben. Los geht's. Ach so, aber habe ich jetzt quasi den Punkt angewählt, dass ich auf die andere Seite gebeamt werde? Da habe ich mich quasi aus dem Level rausgebeamt. Wenn wir mal kurz gucken. Ja, okay. Ah, Na gut, dann verstehe ich. Warum er da ein bisschen länger geladen hat. Ja, dann hat es jetzt doch noch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, da rauszukommen. Guck mal hier so. Ach nee, das ist hier nur die Ecke. Okay. Obwohl. Blumen, was zum Tauchen. Da würde es ja hier schon anzeigen müssen. Ist nix. Na gut, dann geht's in der nächsten Folge tatsächlich ins Ödland. Und das hat ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet hätte. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist halt manchmal so. Aber ab jetzt wird es wahrscheinlich wieder deutlich mehr Action geben, denn die Story-Bits sind ja wahrscheinlich eher in der Stadt gelagert. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.